Hallihallo, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Sherlock-Holmes-Legung. Yeah! Ja, da das Leben ja ernst genug ist, wollen wir einfach mal so einen kleinen Einblick beim Gegenüber reingewähren. Ne? Und da wollen wir jetzt mal hier reingucken beim Gegenüber, was denn da los ist. Wir gehen also auf FBI-Suche. Also das heißt, wir stöbern mal in der Energie des Gegenübers. Jetzt muss ich mir mal die Karte angucken. Das sah ja cool aus hier. Ja. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal rein. Und ich nehme mein eigenes nordisches Lenormand heute hier mit dazu. Seht ihr den Wikinger-Kompass hier drauf? Ja, und da gucken wir jetzt mal, was denn beim Gegenüber alles so schön los ist. Also wir schauen jetzt erstmal, wir nehmen dafür zwei Hauptenergien aus dem Tarot heraus. Das heißt, wir machen mit dem Tarot einfach mal den Anfang. Und ich lege jetzt erstmal den Sherlock Holmes Hut aus. Ne? Also wir haben hier jetzt einen Sherlock Holmes Hut und stöbern jetzt einfach mal im Leben von deinem Gegenüber. Bedenk aber bitte, dass es eine allgemeine Legung ist. Es kann nicht immer alles hundertprozentig hier zutreffen. Ne? Diese Legung ist natürlich auch zur Unterhaltung, zum Spaß gedacht, je nachdem, was es uns gerade sagen tut. Und ja, da gucken wir jetzt mal rein. Ich bin mal gespannt. Ich habe eine ganz lustige Energie gerade bei mir, merke ich hier. Und da. Ja, mache ich jetzt mal einen Anfang. Also wir möchten jetzt bitte einmal eine Karte für das genaue Thema haben. Das ist der Anfang des Hutes. Ich sage noch nicht, was los ist. Und dann möchte ich noch eine Karte am Ende des Hutes haben, wo es denn hingeht. Ach du liebe Neune. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt erstmal. So, jetzt kommt das nordische Lenormand dran und da gucken wir jetzt mal weiter. So, und da möchte ich jetzt einmal vier Karten haben hier nach oben, was denn gerade da los ist beim Gegenüber. Was ist denn da gerade generell los? Vier Karten bitte, was los ist. Okay, wow. Wir haben fünf Karten bekommen dafür. Naja, dann nehmen wir die. Was soll's? Gell? Was soll's? Eins, zwei, drei. Ach, wie lege ich mein die nun wieder? Ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wie ich meinen Sherlock Holmes Hut lege. Na, also bitte nicht wundern, wenn das hier ein bisschen länger dauert, weil wir müssen den ja im Endeffekt dann hier gesamt sehen. So, dann möchte ich jetzt mal vier Energien haben. Ah, ne, drei Energien noch, weil diese Energie gehört zur vierten Energie. Da möchte ich jetzt mal bitte noch wissen, was für Gedanken dieser Mensch gerade sich macht in seinem aktuellen Leben. Ne, es geht jetzt vielleicht nicht nur generell um dich, es geht generell um diesen Menschen gerade, was er hier für Gedanken in seinem Leben hat. Oder was da gerade generell bei dem los ist. Es kann natürlich auch in die Richtung von dir sein, ne? Das deuten wir da noch mit. So, das ist schon mal unser Hut nach oben, unser Zylinder. Dann gucken wir jetzt mal mit. Na, unten möchte ich jetzt auch bitte noch drei Karten haben, welche Gefühle er gerade in deine Richtung hat. Welche Gefühle oder mit welchen Gefühlen beschäftigt sich dieser Mensch aktuell so? So, eine möchte ich noch, die Gefühle dieses Menschen, auf den wir jetzt hier schauen wollen, auf den wir jetzt einen großen Blick drauf werfen. Okay, dann sind wir hier schon wieder fast am Ende. Und jetzt möchte ich natürlich zu guter Letzt noch haben, wo das Ganze denn dann mit euch hingeht. Bitte vier Karten. Wo geht das Ganze denn dann hin mit euch? So, das nimmt dann so eine Richtung. Eins. Haben wir unsere vier Karten schon. Zwei, drei, vier. Okay, das ist unser Hut. Der Hut des Sherlock Holmes. So, Moment, muss ich noch ein bisschen einstellen. So, ich denke, es ist jetzt alles eingestellt und wir fangen jetzt an. Das ist unsere Lupe, damit wir ja nichts verpassen. Wir gehen jetzt auf Suche. Was ist bei diesen Menschen aktuell jetzt los? Was ist da los? Oh, die Neun der Münzen. Also dieser Mensch,
bekommt gerade hier vielleicht auch sehr viel an materiellen Themen. Dieser Mensch, auf den wir gerade so einen Blick drauf werfen, der hat vielleicht auch viel Geld. Der versucht gerade hier einiges möglich zu machen. Ich sehe hier unten auch eine Schnecke. Ne? Sehe ich jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ihr die auch sehen könnt, diese Schnecke. Kann man jetzt nicht so drauf kriegen. Auf jeden Fall ist hier unten eine Schnecke zu sehen und da oben ein Vogel. Also dieser Mensch scheint schon sehr, sehr weise zu sein im aktuellen Moment. Und ich sehe, vielleicht hat es hier lange gedauert bei diesen Menschen, aber jetzt fließen die Finanzen. Ne? Ich sehe auch gerade so eine Energie von Glück und Zufriedenheit in seinem Leben. Also er scheint schon ganz schön glücklich und zufrieden zu sein. Er scheint schon die Ernte so ein bisschen einzufahren, gerade in seinem Leben. Und das ist seine Hauptenergie. Ne? Das sieht schon mal gut aus. Da wollen wir jetzt mal gucken mit diesen 5 Karten, die wir hier oben schon hatten. Was ist denn da gerade so los? Warum ist er denn so glücklich? Also, wir sehen schon mal, dass er sich mit seinen inneren Themen gerade beschäftigt. Hier ist ein inneres Thema gerade bei ihm im Leben. Da haben wir das Glück. Wow. Also, wir können ja erstmal sagen, also alleine schon mal mit dem Mond, was sein Inneres hier spiegeln tut. Und das Glück, das sehen wir schon mal, dass dieser Mensch hier wirklich innerlich vom Glück erfasst ist. Na, der ist hier wirklich innerlich glücklich. Wir wollen gleich mal weiter gucken, warum. So, ich habe gerade mal Fenster zugemacht, noch schnell. Da wollen wir mal gucken, warum ist denn der denn so glücklich? Oh, entweder ist er hier wirklich glücklich, dass er plötzlich das Glück erntet. Vielleicht ist er aber auch glücklich, weil er sich von etwas abgetrennt hat. Ne, dass man sagt, okay, ja, ich habe mich jetzt hier abgetrennt von der ganzen Sache. Es kann aber auch wirklich sein, also entweder sagt er, ich habe es jetzt hier endlich mal geschafft, mich von dieser, von jedem jemanden abzutrennen, von einer Energie hier abzukapseln, ne, wo ich vielleicht auch lange dazu gebraucht habe. Es kann aber auch wirklich sein, dass er hier mit der Sense ein bisschen Gras gerade gemacht hat im Garten und hier plötzlich ein vierblättriges Kleeblatt gefunden hat und sagt, jetzt habe ich endlich mal Glück in mein Leben. Ne? Nee, also es kann wirklich sein, dass er hier auch plötzliches Glück geerntet hat. Ja, dass er sagt, wow, ich habe jetzt hier ein plötzliches Glück. Oh, und das ist ja wohl nicht zu übersehen, weil das, was ihm gerade Glück gibt, also er hat gerade das große und kleine Glück in seinem Leben, dieser Mensch. Ne? Das wollen wir ihm ja mal gönnen. Ne? Und der ist auch total friedlich gerade eingestellt. Also was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wir fangen noch mal an. Dieser Mensch ist gerade, also auf den du gerade schaust, den geht's richtig super. Ne? Den geht's richtig super gut. Entweder ist hier irgendeine Situation in seinem Leben, die ihn hier innerlich beschäftigt. Innerlich ist er wirklich reich an Glück. Er hat hier glückliche Gefühle. Es geht ihm hier richtig gut mit dem Klee. Also da können wir sagen, hier geht's ihm richtig gut. Entweder hat er sich von jemanden abgetrennt, wo er sagt, endlich geht es mir wieder besser, ja? Oder es ist hier wirklich so, dass dieser Mensch hier plötzlich das Glück hier geerntet hat in seinem Leben, sei es aufgrund von Finanzen, dass er mehr Geld kriegt, ne? Sei es von glücklichen Momenten, die ihn gerade so innerlich ein bisschen einholen hier. Sei es, dass er sich vielleicht wirklich von jemandem getrennt hat, wo man sagen kann, jetzt habe ich es endlich geschafft und jetzt geht es mir besser. Ne? Ja, aber er hat hier total glückliche Momente, auch mit der Sonne. Entweder funktioniert es hier super in seinem Sexualleben, ne, dass er hier plötzlich was gefunden hat, plötzliches Glück, was ihn hier im Sexuellen beschert. Das kann nämlich auch sein mit den Lilien. Oder es ist ganz einfach so, dass er total happy ist, dass er hier ein plötzliches Glück ernten konnte, vielleicht mit einem Zusammentreffen. Ne? Vielleicht ist er hier mit jemandem zusammengetroffen. Also das ist ein ganz großes Glück, was der gerade in seinem Leben hat oder was sie gerade in seinem Leben, in ihrem Leben hat. Ne? Gut, dann wollen wir mal gucken, was ihn gerade so gedanklich beschäftigt. Gedanklich beschäftigen ihn ja schon die Lilien hier. Ne? Da sehen wir ja schon auf die Lilien. Das kann auch was Sexuelles sein. Gucken wir mal weiter. Ja, also dieser Mensch freut sich. Vielleicht ist er gerade auf einer Reise. Vielleicht vergnügt er sich gerade auf dieser Reise. Der Schelm, ne? Mit wem ist er denn da unterwegs? Zeig mal. Gucken wir mal von Weitem hier drauf. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich.
Gucke ich mal von Weitem drauf. Aha, ja. Ja, der ist vielleicht mit seinen Jungs da unterwegs, gerade. Tut hier das ein oder andere sexuelle Erlebnis machen, der Schelm. Ja. Wer weiß, wo er immer sein Stäbchen da reinsteckt, ne? Nee. Ja, aber es kann ja wirklich auch sein, dass er sich Gedanken darüber macht, hier um eine Reise, um einen Umzug vielleicht auch, ne? Vielleicht möchte dieser Mensch Umzug machen. Vielleicht sehen das sich aber auch nach Sexualität. Okay, guck mal weiter. Hier ist eine Isolation. Ne, vielleicht isoliert man sich auch gerade so ein bisschen in seinem Turm. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Mensch gerade darüber nachdenkt, hier über eine Trennung von etwas. Vielleicht möchte dieser Mensch wirklich eine weltliche Reise machen. Vielleicht freut sich dieser Mensch aktuell, dass er hier eine Reise macht und dass er sich von etwas anderem hier abgetrennt hat. Ne? Ja. Und hier geht's darum, mit dem Schiff anzukommen. Der will hier was Stabiles, ne? Der will hier eine stabile Reißleine ziehen, also so, dass das hier gelegt wird für ihn. Aber ich sehe hier noch, wenn es jetzt wirklich darum geht, nimm mal jetzt wirklich mal an, dieser Mensch, der empfindet für dich hier dieses Glück und diese Zufriedenheit, dieses innere Glück, dieses äußere Glück, ne? Man erntet plötzlich hier glückliche Momente mit dir. Man hat hier eine starke Anziehungskraft. Die Anziehungskraft ist so extrem stark zu dir. Dann denkt dieser Mensch darüber nach, wie man diese Distanz mit dir hier irgendwie in irgendeiner Weise beenden kann. Ja, und entweder ist es hier noch so, dass sich dieser Mensch noch ein bisschen davor zurückzieht, isoliert von etwas Festen mit dir, aber in seinem stillen Kämmerlein, in seinem Turm, weiß er, dass das Ganze mit euch stabil werden kann, ne? Dass das hier in eine stabile Richtung gehen kann, ihr seid miteinander auch verbunden. Oder er zieht sich gerade aktuell vielleicht auch noch ein bisschen vor dem Alltag des Lebens zurück, ne? Können wir hier auch sagen. Ja, vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass dieser Mensch in deine Nähe ziehen will. Ja, das kann ja hier auch sein mit dem Schiff und mit den Lilien. Man möchte in deiner Nähe sein. Vielleicht klärt man mit einer Behörde etwas ab. Und wenn ihr vielleicht auch beruflich miteinander verbandelt seid, dann ist es vielleicht auch so, dass er hier wirklich diese Sehnsucht und diese Anziehungskraft in deine Richtung spüren tut. Na, habe ich jetzt hier auf die Karten gespuckt? Ich hoffe nicht. Aber mit Spucke besiegelt man doch alles, oder? Okay, dann schauen wir mal, was denn hier gefühlsmäßig so ein bisschen triggert. Also gefühlsmäßig sehen wir ja hier schon mal den Anker, ne? Der gehört ja gerade damit rein. Und gefühlsmäßig ist halt diese starke Verbundenheit zu dir. Gefühlsmäßig spürt man hier eine Harmonie. Vielleicht freut man sich aber auch. Es kann auch sein, vielleicht kommt dich dieser Mensch besuchen. Ne, vielleicht kommt dich dieser Mensch auch besuchen, vielleicht gab es hier eine Einladung irgendwie. Also vielleicht möchte dieser Mensch dich aber auch irgendwie mit einer Reise überraschen und freut sich, dass er mit dir hier wohin gehen kann. Ne, vielleicht auch worin hinreisen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es so stabil, ist man hier gefühlsmäßig gerade gut aufgestellt. Ne? So. Ja, man hat hier auch harmonische Gefühle in deine Richtung. Man ist hier harmonisch generell in den Gefühlen gerade. Vielleicht klappt es ja auch gerade mit den Finanzen super, ne, bei diesen Menschen im beruflichen Bereich. Vielleicht hat er da auch eine Einladung bekommen. Und hier haben wir aber auch noch einen Sarg. Ja, das kann ja ein gefühlsmäßiger Kummer noch sein, den dieser Mensch hat. Es kann aber auch sein, dass hier irgendetwas endet. In seinen Gefühlen gerade. Und da will ich eine Klärungskarte. Was ist hier dieser Sarg in den Gefühlen? Oh, okay. Also da können wir hier sagen, hier ist es bei diesen Menschen gerade noch so, mit dem Kummer geht eine Blockade hier raus. Eine Blockade geht in der Familie entweder raus, wenn es um familiäre Themen geht. Es kann aber auch wirklich sein, dass hier mit dem Sarg etwas endet. Was hier immer so ein Hindernis bei ihm dargestellt hat, ne? Sei es jetzt irgendwie im beruflichen Sinne, der ein oder andere könnte auch hier eine berufliche Kündigung gemacht haben, dass es ihm ja besser geht. Vielleicht ist dieser Mensch umgezogen und geht jetzt in eine andere Richtung, ne? Im beruflichen Sinne, das kann auch sein.
Aber es gibt dann halt noch finanzielle Themen hier bei diesen Menschen, die im Kummer gemacht haben. Aber die Blockade, die geht hier dann raus jetzt bei diesen Menschen und wird hier sicher gemacht. Das kann nämlich auch sein. Und wenn es jetzt hier diese ganze Sache mit dir zu tun hat, dann hat man schon glückliche, harmonische Gefühle hier mit dem Anger, mit den Blumen und mit den Fischen. Und die Blockade geht raus. Es wird hier jetzt gerade sicher in seinem Leben, ne? Oder besser gesagt bei euch. Ne, dass da hier eine gewisse Sicherheit in die ganze Angelegenheit mit euch reinkommen kann. Okay, jetzt bin ich schon ganz aus der Puste hier. Dann will ich jetzt mal wissen, wie geht denn das hier bei euch jetzt hier demnächst weiter? Oh, die Maus, ja, die Maus. Die Maus, das ist halt eine Maus, die ist sehr flink, die kommt auch überall in jedes Loch rein und durch, ne? Aber mit der Maus kann es hier noch so ein bisschen an Ängsten nagen. Ne? Also irgendeine Angelegenheit ist hier noch, die so an ihm nagen kann. Und man weiß hier vielleicht auch noch nicht so richtig, welche Entscheidung, welchen Weg man wirklich gehen möchte jetzt. Und dann daran hapert es noch ein bisschen bei diesen Menschen. Ja? Weil das Ganze hat ja natürlich auch mit dir zu tun. Ja, weil du bist ja hier seine holde Maid, ne? Diese Schildmaid, die da am anderen Ende des Tunnels noch auf ihn wartet. Ja, und du guckst schon hier so ganz grimmig, ne? Siehst du das? Du guckst schon hier ganz grimmig und denkst dir vielleicht dann auch so, na, 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 was hat er denn diesmal wieder vor? Ne? Ja, hier geht es nämlich um eine Entscheidung dir bezüglich. Oh, ich fasse es nicht. Guck dir das an, wie der sich entscheiden will. Der will wahrscheinlich hier am anderen Ende des Tunnels mit dir eine Verbindung rein. Also, Heidewitzka Marie, dieser Mensch schaut auf eine feste Verbindung mit dir. Also, ich krieg gerade wirklich was rein hier. Passt auf. Dieser Mensch ist innerlich total glücklich, weil er sich vielleicht auch von jemand anders getrennt hat. Oder weil man plötzlich das Glück mit dir ernten wird. Na, hier die Lilien, sexuelle Energie, ganz starke explosive sexuelle Energie. Na, der kann es gar nicht erwarten, zu dir zu kommen. Der hat sich wahrscheinlich von irgendetwas hier getrennt, im beruflichen oder wirklich in seinem Zuhause. Vielleicht war er noch in der Verbindung. Na, das kann hier möglich sein. Oder es ist hier so, man möchte jetzt sofort zu dir reisen, man möchte das Ganze jetzt stabil machen, man möchte dich vielleicht auch hier überraschen, ne? Und ja, und dieses Ende, dieser Kummer, diese Blockaden, die hier waren, das Ganze bei euch dann sicher zu machen, die gehen definitiv jetzt raus. Es hapert aber hier noch ein bisschen, weil er hier schon noch ein paar Ängste hat, aber ich denke, der wird sich die Ängste, die wird er hinter sich lassen und für den Weg hier entscheiden, diesen Weg da hier, der so lichtvoll da dargestellt ist, in deine Richtung zu nehmen, hier und mit dir in Verbindung zu gehen. Also was ist denn das für eine Sherlock-Holmes-Legung? Ey, da sind wir ja mal richtig gut auf die Spur gekommen, ne? Aber nichts verraten. Psst. Ihr wisst noch von nix. Denkt daran, ne? Ihr wisst hier noch von nix. Lasst euch überraschen. Dieser Mensch möchte mit euch in Verbindung gehen hier. Der möchte mit euch in eine Beziehung rein. Wow. Vielleicht macht er auch gerade einen Umzug. Vielleicht freut er sich, dass er jetzt endlich von der Eulen da getrennt ist. Oder dass sie von ihrem Eulen da getrennt ist. Ne? Also ich habe hier, für einige habe ich hier wirklich eine Trennung drinne. Dass hier irgendwie, dass sich dieser Mensch von etwas abgetrennt hat. Ja? Dass er jetzt sagt, jetzt reicht's, jetzt habe ich die Nase voll. Ne? Und dann macht er hier einen Cut. Und dann hat er sich davon getrennt und dann ist er hier mit dem Schiff und seinen Jungs schon auf dem Weg zu dir. Ne? Und dann, wenn er dich sieht, dann überfällt er dich erstmal und dann trägt er dich erstmal ins Bett. Sorry, meine Liebe, aber bisschen Spaß und Humor muss sein, gell? Und dann liegst du da erstmal flach. Ne? Und ja, er freut sich natürlich auch, dass er sich hier getrennt hat, ne? Oder dass er jetzt in Trennung ist, weil jetzt der Weg für euch frei ist, ne? Das kann natürlich auch sein. Also für einige ist das wirklich so. Und für andere ist es so, dieser Mensch, der will jetzt endlich das Glück mit dir ernten, macht sich hier auf die Reise, zieht vielleicht auch in deine Nähe, ne? Muss hier noch irgendwas Berufliches suchen, damit es ihm auch gut geht und euch auch gut geht. Und dann hier geht endlich diese blöde Blockade in den Gefühlen raus, ne?
Und dann trifft er die Entscheidung hier. Ja, der hat noch ein bisschen Angst, wie das Ganze ausgeht, aber hier ist die Entscheidung schon für dich gefallen, mit dir hier in eine Verbindung reinzugehen. Und jetzt bin ich gespannt, was die letzte Karte sagt. Es wird definitiv heiß, es kann ja auch noch mal zu Konflikten kommen. Und die klären wir jetzt ab. Na? Die möchte ich jetzt abgeklärt haben. Warum diese 5 der Stäbe? Okay. Ja, das ist gut. Na? Das ist gut. Weil dieser Mensch, der scheut jegliche Konflikte hier. Also egal, wer ihn da noch ein bisschen auf die Barrikaden geht, der zieht sich davon zurück. Der will hier nicht mehr Konflikte haben, auch nicht mit dir. Na? Also sollte es hier zu Streitkonflikten kommen, nee, da macht er Sense. Na? Also da zieht er sich zurück. Und da muss man halt trotz alledem aufpassen. Der will absolut hier nichts mehr haben, was mit irgendwelchen Krisen zu tun hat, mit irgendwelchen Streitereien, mit irgendwelchen Konflikten, weil dieser Mensch möchte in dieser Energie der 9 der Münzen bleiben. Ne? Und das ist das absolute Glück und die Zufriedenheit. Ja, und das möchte dieser Mensch jetzt in seinem Leben ernten. Und es kann natürlich auch sein, wenn es hier um eine berufliche Verbindung mit diesem Menschen geht oder wenn dieser Mensch irgendwie im Beruflichen etwas hatte, dann kann es natürlich auch sein, dass er jetzt die Kündigung einreichen tut. Er will hier endlich Frieden haben in der ganzen Angelegenheit. Entweder will er hier wirklich verreisen, ne, und aber sich von den ganzen Beruflichen abtrennen. Und ja, hier muss einiges noch mit den Finanzen geklärt werden, weil ihn das halt hier noch Kummer macht. Aber der will das hier stabil machen. Egal was hier ist, es geht um das Stabile. Ne? Und er will dich natürlich auch nicht verlieren, hier mit der Maus, ja, und trifft halt die Entscheidung, hier vielleicht auch wirklich mit dir endlich in eine Verbindung reinzugehen. Ne? Und dann nimmt er sich oder nimmt dich auf sein Schiff mit und dann reist er mit dir weg. Ne? Jeglichen Konflikten hier aus dem Weg gehen, das will der nicht mehr, weil der will ein schönes Leben haben. Ja, mein Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick gewähren mit der Sherlock Holmes Legung. Wir sind der Sache auf der Spur gekommen. Und wir sind einer schönen Sache auf der Spur gekommen. Oder was sagt ihr? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Und jetzt wollen wir mal wissen, was dir dieser Mensch noch zu sagen hat. Guck dir das an. Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Und die Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Ne? Und das werden sie definitiv. Und was möchte dir dieser Mensch noch sagen? Ja, er sagt dir aber, warum vertraust du mir nicht? Du kannst mir ruhig vertrauen. Ich liebe dich nämlich und der Pfeil, der hat mich ins Herz getroffen. Ne? Ja. Also lass uns mal ein bisschen verspielt sein, die ganze Sache easy und locker angehen und das wird schon. So, mein Lieben, ich hoffe, ich habe euch eine schöne Zeit beschert, eine lustige Zeit. Und ich würde mich natürlich über ein Like, über einen lieben Kommentar freuen oder über ein Abo, ja, über ein kostenloses Abo von euch. Und ja, wünsche euch jetzt hiermit eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Ciao.